Jesus im Bezirk Suhl-West. Ah, na, und wie hoch war die Prämie? Die Prämie? Ja. Ja, das, meine Liebe, ist die Prämie. Ach so. Der Sinn des Lebens erschöpft sich schließlich nicht im Geld. Oh, das ist ja ein interessanter Gedanke. Ja. Höre ich von dir allerdings zum ersten Mal. Na, sonst sagst du immer, mehr ist nie zu viel. Ach, Moritz. Da gibt es was, was ich dir unbedingt... Sag mal, geht es uns etwas schlecht? Nein, aber nur, weil ich deine Buchhaltung mache. Moritz! Na sag mal, bleib mir vom Leib nach jedem Seminar, da hast du eine Fahne wie am 1. Mai. Ja, das müsstest du eigentlich kennen. Das ist unser Modell Doris. Ja, natürlich kenne ich das. Aber das ist Doris Black. Bestellnummer 19/89. Ist jemand gestorben? Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Moritz, ich muss dir wirklich etwas sehr... Was hast du denn? Mein Kopf. Ich brauche Tabletten. Also ich hatte 20 Jahre Zeit, dich kennenzulernen. Ja. Alles, was dir wichtig ist, das trägst du doch bei dir. Hm. Guck mal hier. Moritz. Der Autoschlüssel. Du bist in deinem Zustand doch nicht etwa mit dem Wagen gefahren. Ist er. Na und? Ist was passiert? Nein. Außerdem musste ich doch mein Kunstwerk transportieren. Es hat sogar einen Titel. Na, wie kann denn ein solches Bild schon heißen? Strapse im Aufschwung? Nein. Dieses Bild heißt Sehnsucht nach Mallorca. Großartig, was? Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Das war unser erster gemeinsamer richtiger Urlaub vor 3 Jahren. Ja, als Mama starb. Ja. Und wo ist Mallorca? Hinter der Wolke rechts, Hermine. Du nimmst mich nicht ernst. Dieses Bild, was sage ich, dieses Gemälde, das ist wertvoll. Aha. Das übersteht jede Währungsunion. Kunst als Wertanlage. Ja. Du, ich denke, ich rede darüber mal mit Sprengler. Mit Sprengler, das verbiete ich dir. Sag mal, höre ich richtig? Du verbietest mir ein Gespräch mit unserem Nachbarn? Sprengler ist kein Nachbar, das ist deine Strafe. Ja. Und er wurde damals vor dir Abteilungsleiter. Ja, und den Dienstwagen hat er auch bekommen. Ja, und jetzt fährt er schon wieder das größere Auto. Hermine, es geht doch gar nicht um sein Auto, Sprengler. Was ist der heute schon? Ein kleiner, mieser, mickriger Vertreter. Verkauft Versicherung, machen doch heute schon fast alle. Also, ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Verkauf von Versicherung oder Unterwäsche. Hauptsache, die Kasse stimmt. Moritz, bitte. Ich verkaufe nicht, ich bringe an den Markt. Und außerdem bitte ich dich um eins. Lass diesen Sprengler aus dem Spiel, Hermine. Du weißt ganz genau, ich mag es nicht, wenn du meinen Namen so betonst. Ja, natürlich, wir kennen uns ja auch schon 20 Jahre. Außerdem bin ich an deinem Namen nicht dran schuld, beschwer dich bei deinem Vater, bei Hermann, diesem Blutspendensammler. Ja, mein Vater, genau, Moritz. Ich muss mit dir reden, und zwar über meinen Vater. Ich bin jetzt nicht in Stimmung für Witze über das Rote Kreuz. Naja, das ist ja kein Witz. Er hat mich ja gestern Abend angerufen. Ach was, er hat angerufen? Ja, das ist ja großartig. Jahrelang hat er nichts von sich hören lassen. Ja, seit 3 Jahren genau. Und er ist beleidigt, als Mama starb. Ah ja, die Beerdigung deiner Mutter. Warum stirbt sie auch mitten in unserem Mallorca-Urlaub? Ja, du bist da geblieben, aber ich bin zurückgeflogen. Ja, mit dem teuersten Flugticket. Und dann hatte das Flugzeug Verspätung, du hast den Zug verpasst und als du auf dem Friedhof ankamst, war deine Mutter schon längst unter der Erde. Ich habe dir damals gleich gesagt. Lass das sein. Lassen wir Mama ruhen. Jetzt geht's um meinen Vater. So? Will er sein Geld wieder haben? Von mir aus die paar luftigen Tausender. Na, das waren seine ganzen Ersparnisse und ohne die hätten wir unser Haus nicht anzahlen können. Nein, also davon hat er nichts gesagt. Ja, dann geht's um seinen Trabant, den er uns vor 10 Jahren abgetreten hat. Moritz, der Trabi wurde doch längst eingestammt. Ach ja, richtig. Jetzt weiß ich. Er sucht sicher Zuhörer für seine Gruselgeschichten. Geköpfte Leichen auf dem Fahrdamm. Leichenteile auf der Autobahn. Ketchup aus dem Mähdrescher. Also Moritz, jetzt reicht's. Papa kommt in Kürze vorbei und... Wo? Was will er denn hier? Fällt es ihm etwa nicht mehr in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit Ofenheizung und Klo eine halbe Treppe tiefer? Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Es lebt sich natürlich viel besser in einem Haus mit Zentralheizung, BD,
Auto vor der Tür. Ja, aber noch nicht abbezahlt. Das bitte ich schon. Ja, aber das Auto nicht. Tami, müssen wir denn heute am Sonntag darüber streiten? Und dann noch was. Ja. Barzahlung lohnt sich nicht mehr. Schon wegen der Steuern und der Abschreibung. Und warum kommt Hermann ausgerechnet heute zu Besuch? Ja, er kommt ja gar nicht zu Besuch. Er will... Was? Wieso denn das? Hast doch gerade gesagt, er könnte jeden Augenblick vor der Tür stehen. Na ja, ich meine, er kommt schon zu Besuch, aber... Ah, er will gleich ein paar Tage länger bleiben. Ja, das ist ja großartig. Sag mal, kannst du mir vielleicht mal sagen, wo er schlafen soll? Vielleicht bei unserer Tochter? Also, unsere Tochter heißt Janine. Ja, also Moritz, das ist sicher auch ein Teil des Problems. Ja, wieso ist Janine ein Teil des Problems? Wo steckt sie überhaupt? Also, sie übernachtet bei einer Freundin, aber es geht ja gar nicht um unsere Tochter. Moritz, es geht um meinen Vater. Es geht sehr wohl um unsere Tochter. Und wenn ich sie noch einmal dabei erwische, wie sie im Auto rumknutscht mit diesem unerzogenen Mirko Sprengler. Ausgerechnet mit dem. Also Mirko ist genauso schlecht erzogen wie alle anderen jungen Männer auch. Und Janine ist erwachsen und man sollte ihr daher die Freiheit lassen, sich zu treffen, mit wem sie will. Ja, das kann sie ja, das kann sie ja, das kann sie ja. Aber nicht mit einem Sprengler. Also gut, gut, Moritz. Darüber reden wir später, ja? Also jetzt muss ich dir wirklich etwas sehr Wichtiges sagen. Also pass auf. Also, Papa, der... Oh Gott, zu spät. Also, mir fehlen mindestens 3 Stunden Schlaf. Nein, ich war noch nicht fertig, Moritz. Grüß Hermann von mir. Ich habe für ihn heute nicht den passenden Blutdruck. Nein, bleib hier und tu doch wenigstens so, als ob du ihn magst. Gut, ich liebe ihn. Moritz, jeder Mensch hat das Recht auf ein bisschen Respekt. Auf einer vom Blutspendeninstitut, also, als Rote Kreuz? Ja, der war beim Roten Kreuz, aber jetzt ist der Rentner. Ja doch, und auch ein Rentner hat das Recht auf ein bisschen Respekt. Ja, deswegen besuchst du ihn auch nicht, ne? Aber... Schönen guten Tag, nein. Frau Seidelmann. Herr Seidelmann, hier. Moment, das muss ich hier um einen Irrtum handeln. Oder hast du etwas bestellt aus dem Versandhauskatalog? Och Mann, kein Versandhaus liefert am Sonntag. Oh Gott, ich ahne was. Was? Papa. Da bin ich. Irgendjemand verletzt? Tag, Hermann. Guten Tag, Papa. Man erkennt mich noch, wie schön. Guten Tag. Oh. Oder lieber guten Morgen. Na, was ist keine Jubelstürme, keine herzliche Umarmung nach so langer Zeit? Was soll dieses Möbel in unserem Haus? Oder, Hermann, ist das vielleicht eine historische Tragbare? Moritz, bitte. Von einem Sofa war nicht die Rede. Du hast mich ja nicht gefragt. Weiterschieben. Lass ihn doch. Es gibt ja Leute, die reisen mit ihrem ganzen Hausrat. Nein, nein, nicht der gesamte Hausrat. Nur das Allernotwendigste. Papa, das war nicht abgemacht. Ich will mich ja schließlich wohlfühlen bei euch. Lass ihn doch. Es sind doch nur ein paar Tage, nicht? Moritz, das wollte ich ja gerade sagen. Du siehst ja die Dinge noch gar nicht klar. Tamine, ich sehe die Dinge sehr wohl klar. Hey, ich sehe überhaupt nicht klar. Moment. Du willst doch dieses Monstrum nicht etwa bei uns aufhängen. Davon war auch nie die Rede. Ja, weil du mich nicht gefragt hast. Und übrigens dieses Monstrum, das ist das Hochzeitsgeschenk meines Vaters. Hochzeitsgeschenk, gnädige Frau. Also nicht irgendein Bild. Jo, lass ihn doch. Es sind doch nur ein paar Tage. Moritz, ich sagte doch bereits, du überblickst ja die Dinge noch nicht richtig. Augenblick mal. Papa, wollen sich deine Möbelpacker jetzt auch noch häuslich bei uns einrichten? Ja, aber das sind keine Möbelpacker, das ist Franz und Christian. Das sind meine ehemaligen Kollegen vom Roten Kreuz. Und die bleiben auch ein paar Tage? Ja, nein, nur bis heute Abend. Ja. Ich kann sie ja nicht gleich auf die Straße setzen, wo sie mir so wunderbar geholfen haben bei meinem Umzug. Bei deinem Umzug? Ja. Irgendjemand verletzt? Jo, nee. Moritz, das ist es ja, was ich dir die ganze Zeit sagen wollte. Hermine, komm her. Ja? Dein Vater, der kommt nicht zu Besuch. Der zieht hier ein. Wenn du einmal im Leben recht hattest, dann jetzt. Hermann,
Hermann, der Blutspendensammler in meinem Haus. Nein, 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 nein. Nur über meine Leiche. Du musst ja nicht gleich alles so wörtlich nehmen. Ne? Ich wollte nur sagen, das kommt alles so plötzlich. Ja. Hat dir Hermine nichts erzählt? Nein. Na ja, ich wollte ihm ja schon beibringen, und so schreckliche Kopfschmerzen. Meine Kopfschmerzen sind nichts im Vergleich zu dem, was ich im Augenblick fühle. Braucht jemand eine Spritze? Nein, noch nicht. Hermine, komm her. Bitte komm her sofort. Ja. Ich muss mit dir reden, und zwar unter vier Augen. Ja, vielleicht zieht ihr euch etwas Vernünftiges an. Nicht? Schließlich haben wir ja Besuch. Ich bringe ihn um. Nein, nein, nein. Ja, dann bitte ich mir mehr Respekt aus vor meinen Gästen. Tja, Herr Mann, genau wie ich dir es prophezeit habe. Es gibt keine Liebe mehr unter den Menschen und schon gar nicht unter Verwandten. Jo. Immer schön langsam, mein lieber Franz. Weißt du noch, als wir damals beide vor dem Mähdrescher standen und du sagtest, der Typ ist hin, und ich habe gesagt, nein, der zuckt noch? Gezuckt hat er noch. Ja, gezuckt hat er noch. Ganze 30 Minuten. Und dann war er endgültig hin. Ja, egal, hier geht's ums Prinzip. Und ich sage dir, meine Kinder lieben mich. Groß. Oh, ja. Und weil sie dich so lieben, da würden sie dich am liebsten auf der Stelle vor die Tiere setzen und uns gleich mit. Jo. Da, wo man bei normalen Menschen ein Herz verbuten sollte, da haben die eine Registrierkasse. Wo soll denn das hin? Na, da, wo es steht. Ja. Ja, lass ihnen mal etwas Zeit. Ja? In jedem Menschen steckt ein guter Kern. Mhm. Und ihr werdet schon sehen, meine Kinder setzen mich nicht auf die Straße. Ja, klar. Du brauchst ihnen nur zu sagen, Kinder, wir haben den Jackpot geknackt und sind Millionäre. Wollt ihr vielleicht ein paar Hunderttausende ab? Und schon fallen sie dir um den Hals, die Erbschleicher. Jo. Wenn sie dich wirklich lieben, dann ist es ihnen egal, wen du zu Hause anschleppst, ob du deine Möbel mitbringst und ob du Geld hast oder nicht. Aber was würdest du denn zum Beispiel sagen, wenn plötzlich dein Vater vor der Tür steht und sagt, guten Tag, ich bin arm, aber heute wohne ich bei euch? Ich würde sagen, herzlich willkommen, Vater. Jo. Du? Na ja, natürlich, ja. Dein Vater wurde ja schon vor Jahrzehnten abgeschaltet. Ach, Hermann, du bist und bleibst ein Träumer. Deine Tochter und dein Schwiegersohn, was haben sie gemacht, als Johanna starb? Sie haben mich angerufen und haben gesagt, es tut uns leid. Ja, nee, sie haben gesagt, es tut uns leid, aber wir sitzen gerade in der Sonne auf Mallorca. Und du konntest deine Frau alleine beerdigen? Nein, 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 das stimmt nicht. Ich meine, meine Tochter ist sofort ins Flugzeug gestiegen. Nicht sofort? Nach der Beerdigung. Und dein Schwiegersohn? Vielleicht hat er ja kein Geld mehr fürs Ticket. Ach, Hermann, nach allem, was du für sie getan hast, du verzichtest auf deinen Trabi. Du schenkst ihnen deine Ersparnisse für ihr Haus. Eben, und, ja, eben. Und das haben sie bestimmt nicht vergessen. Ach, du, siehst doch endlich ein. In dem Fall, da helfen nicht mal Elektroschocks. Johanna, was meinst du? Johanna meint, setzt euch auf der Stelle ins Flugzeug nach Mallorca und macht euch noch ein paar schöne Jahre. Denkt endlich mal an euch. Jo, ohne mich. Ich verbringe meinen Lebensabend im Kreise meiner Lieben. Die von dir nicht wissen wollen. Und ob die was von mir wissen wollen, da halte ich jede Wette. Jede? Jede. Wirklich jede Wette? Ja. Gut. Unser Flugzeug geht erst morgen Abend. Und bis heute Abend haben deine Kinder Zeit für den einen kleinen Satz. Hermann, wir lieben dich. Jo. Top. Aber du sagst ihm nicht von Top. Deinem... Die Wette gilt. Und die Wette geht um den gesamten Anteil... Um den gesamten, Top. Ach, Hermann, das meinte ich doch nicht ernst. Na, aber ich, eure Million gegen meine, Top. Top, Hermann, du bist nicht nur ein Träumer, du bist ein Depp. Das sage ich mit allem gebotenen Respekt. Ja. Jo. Ihr habt die Wette schon so gut wie verloren. Was sich auf alle Fälle durchsetzt, das ist die Stimme des Blutes. Und ich sage dir, nur über meine Leiche. Mein Gott, Moritz, es gibt doch wirklich Schlimmeres auf der Welt als mein Vater. Nein, das gibt es nicht. Da war sie, die Stimme des Blutes? Nein, das war die Stimme meines Schwiegersohns. Der stand schon immer stark unter Adrenalin, aber ich vertraue auf meine Tochter. Und ich vertraue auf die menschliche Herzlosigkeit.
Also, ich rede mit dem Knaben, du verlierst viel zu schnell deine Beherrschung. Ich beherrsche mich nur die Ruhe in Person. Ich kann... Nein, 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 nein. Was zu viel ist, ist zu viel. Dieses hässliche, grausame, schreckliche Bild, was man mit an, muss weg. Moritz, ich verstehe wahrscheinlich von Kunst genauso wenig wie du. Aber eines steht fest, mein Bild ist auf alle Fälle wertvoller als dieser Schund hier. Schund? Das ist Moritz' Prämie für hervorragende Leistung in der Arbeit. Danke, Hermine. Eine Prämie? Das Bild? Früher, da kriegte man wenigstens noch Bares. Was ist das schnöde Geld gegen Sehnsucht nach Mallorca? Mallorca? Jo. So heißt das Bild. Und wo ist da Mallorca? Na, gleich neben der Wolke rechts. Ach, Papa, wir würden gerne mal mit dir reden. Ja. Und zwar allein. Ich meine, deine Freunde sind uns natürlich jederzeit herzlich willkommen, aber... Aber eigentlich haben wir hier nichts verloren. Richtig? Richtig. Ich meine, nein, was ich sagen wollte, gleich an der Ecke gibt es ein wunderschönes kleines Lokal. Wie wär's denn mit einem kleinen Frühschoppen? Oder ist beim Roten Kreuz Alkoholverbot? Das hängt davon ab, wer zahlt. Das verstehe ich nicht. Na, das bedeutet, Alkohol ist erlaubt, solange er nichts kostet. Sehr richtig, gnädige Frau. Ach so. Reicht. Bitte? Ihr bleibt hier. Oh, Freibier darf man nicht abladen. Das wäre geradezu unmoralisch. Na, und unsere Wette? Wir haben volles Vertrauen zu dir. Sehen Sie es einfach als Spende. Naja, was letztlich zählt, ist der gute Wille. Aber ihr könnt mich doch hier nicht so alleine lassen. Wir bleiben in Alarmbereitschaft. Jo. Also willst du oder soll ich? Ist das mein Vater? Na also. Ja. Mama! Halt, halt. Ist gut, ist gut. Ja, Papa, also... Ach, das ist aber ein schönes Bild von Mama. Ich habe noch viel schönere. Ja? Eigentlich wollten wir mit dir nicht in vergammelten Fotos wühlen. Na nun, warte doch mal ab, Papa. Wir haben bestimmt später noch Zeit, in liebgewordenen Erinnerungen zu kramen. Guck mal hier, Hermine auf dem Bärenfell. Ja, und hier, Hermine an Johannas Brust. Ja, wirklich, daran erinnert man sich gern. Ja, und hier, hier liegt Johanna schon im Grab. Zeig mal. Bitte. Schön. Ja, Moritz. Ich dachte, ihr freut euch, wenn ihr euch die Bilder ansehen könnt, denn ihr wart doch bei der Beerdigung leider verhindert. Ja, was kann ich denn dafür, wenn das Flugzeug Verspätung hatte? Können wir die alten Geschichten nicht mal begraben? Ich meine... Reden wir doch mal über die Lebenden. Schön, reden wir über die Lebenden. Wie geht's meiner Enkelin? Wie Janine geht? Hm? Ach gut, bestens, wirklich. Ja, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, da hat sie noch mit Puppen gespielt. Ja, sie schläft heute bei einer Freundin. Oh, Kinder sollten immer zu Hause übernachten. Janine ist doch kein Kind mehr. Nicht? Ach ja, wie die Zeit vergeht, nicht? Da hat sie wohl gestern Abend ein bisschen die Puppen tanzen lassen, was? Aber unsere Tochter doch nicht. Wo waren Sie überhaupt gestern? Ich weiß es wirklich nicht. Oh, das ist ein schwieriges Alter, nicht? Da sollte man immer die Augen offen halten. Also wir sollten eins ganz schnell klarstellen, Papa. Janine ist unsere Tochter. Das heißt, sie wird ausschließlich von uns erzogen, ja? Und zwar mit Erfolg. Ja. Janine ist also ein anständiges, nettes Mädchen. Ja. Darauf kannst du Gift nehmen. Oh Gott, Janine. Polizeiobermeisterin Wildstein. Guten Tag allerseits. Janine! Kind, mach doch den Mund auf! Ich sag gar nichts mehr ohne Anwalt. Sag, was soll das heißen? Du warst die ganze Nacht nicht zu Hause. Was hast du denn angestellt? Janine, bist du verletzt? Oh, Opa, Opa, keine Angst. Mir ist nichts passiert. Wie kommst du eigentlich hierher? Ach, egal, wenigstens einer, mit dem man reden kann. Ich möchte sofort wissen, was passiert ist. Janine ist nicht verletzt. Das ist doch wohl das Wichtigste, nicht? Frau und Herr Seidemann? Ja. Ja. Ja, und ich bin Janins Opa. Aha. Obwohl man mir das nicht ansieht. Donnerwetter, bist du gewachsen. Komm, erzähl mal. Hast du schon einen Freund? Das erzähle ich dir lieber, wenn wir alleine sind.
Dieses arme Geschöpf ist Ihre Tochter, richtig? Natürlich ist das unsere Tochter, oder? Moritz, ich bitte dich. Na, da hören Sie, es ist unsere Tochter. Ja, dann fangen wir mal die Sache ganz von vorne an. Ihre Tochter geriet heute Nacht mit dem Gesetz in Konflikt. Umgebracht hast du doch niemanden, nicht, oder? Alles andere ist kein Beinbruch. Und zwar ruhestörender Lärm. Oh Gott. Unter erheblichem Alkoholeinfluss. Oh Gott und Autofahren ohne Führerschein. Gott, wenigstens war es nicht mein Auto. Also, du hast keinen Führerschein und du kannst trotzdem Auto fahren. Donnerwetter nochmal, die hat was. Die heutige Jugend. Moment. Wenn das nicht dein Auto war, wessen Auto war es dann? Du bleibst sitzen, Jean. Immer wohl. Solange wie ich bei dir bin, reißt dir keiner den Kopf ab. Ich möchte wissen, welches Auto du in deinem Suff zu Schrott gefahren hast. Ken, wie konntest du uns nur sowas antun? Ja, guck mal hier. Da habe ich unten gefunden hier. Hermine nach der Jugendweihe. Gerade hat sie die Badewanne voll gekotzt. Das liegt wohl in der Familie. Papa, du bist sicher müde nach der langen Reise und möchtest dich ein bisschen ausruhen, ne? Ja, nein, möchte ich nicht. Nein, oder zum Ausruhen habe ich ja noch so lange Zeit. Hermann, was Hermine meint, geh an die frische Luft. Und was sagt Janine dazu? Opa soll hier bleiben. Siehst du? Kommen wir zur Abwechslung mal wieder zur Sache. Ihre Tochter wurde heute Nacht von einer Streife aufgelesen. Und zwar mit einem Blutalkohol von erheblich über 0,8 Promille. Über 0,8 Promille? Das ist ja strafbar. Das ist doch alles halb so schlimm. Wir hatten mal einen, der hatte über 4 Promille. Und der hätte sogar überlebt. Aber dann sprang er vor einen Mähdrescher. Und der hat ihn dann gedroschen. Papa, möchtest du nicht doch lieber einen kleinen Spaziergang machen, ja? Nur ich dachte, wir gucken uns die Bilder an hier. Ich will ins Bett, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Das ist kein Wunder. Ihre Tochter hat die Nacht bei der Polizei verbracht. Und zwar in der Ausnüchterungszelle. Oh. Stabile Seitenlage, was? Im Prinzip, ja. Aber gelegentlich mussten wir doch den Eimer drunter halten. Das waren nur 2 Futschis. Oder 3 oder 4. Also mal ehrlich, zählen konntest du doch schon lange nicht mehr, nicht, oder? Ist auch wieder wahr. Ja, ja. Janine, das hatten wir dir doch ausdrücklich verboten, dieses... Ich muss doch sehr bitten, ja? Na, lokal! Verboten hatten wir dir das doch. Ja, davon lebt doch der Laden, ne? Was verboten ist, das macht doch gerade scharf. Verboten ist unter anderem außerdem Autofahren unter Alkohol. Ja, ja, ja. Und ausgesprochen verboten ist Autofahren unter Alkohol und ohne Führerschein. Ja, 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 ja. Und sowieso verboten ist, ohne Führerschein und unter Alkohol mit einem Auto eine Telefonzelle zu rammen. Ja. Oh, was? Und? Totalschaden. Das Auto. Und die Telefonzelle. Wir wollten ja nur den Notarzt rufen. Ja, das ist ein kluges Mädchen. Das bei 0,8. Guck mal hier, da habe ich noch mal... Da hat Hermine gerade versehentlich die Küche angezündet. Janine, wie war das mit dem Notarzt? Na, Mirko ging es sehr schlecht. Mirko? Doch nicht etwa Mirko Sprengler? Ich habe dir doch den Umgang mit diesem Bengel verboten. Gott, können Menschen dämlich sein. Du warst in der Disco mit Mirko Sprengler. Ach, na, besser als mit irgendjemand anderem. Zumindest kennen wir Mirko. Das ist es ja, was mir Magenschmerzen bereitet. Dem jungen Mann ging es auch nicht gut. Was? Der lag bei fast 3 Promille. Laufen konnte der schon lange nicht mehr. Na, Mirko konnte ja noch nicht mehr fahren, deswegen bin ich ja an Steuer. Also Moment. Da das ja nun eindeutig nicht mein Wagen war, da kann es ja nur der Wagen... Sag mal, seit wann hat denn Mirko Sprengler einen eigenen Wagen? Worum geht's? Na, um deinen Freund und sein Auto. Mirko hat gar keins. Ach, ihr habt doch nicht etwa eins geklaut? Geklaut kann man nicht sagen. Benutzt, ohne Wissen des Eigentümers. Und wer ist der Eigentümer? Der Eigentümer ist ein gewisser Herr Sprengler. Oh. Sprengler, ja, das hört sich gut an. Das heißt, er war. Was war?
Na, ich sagte doch schon, Totalschaden. Herr Sprengler war der Eigentümer dieses Wagens. Janine, du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer. Ja, und da kannst du überlegen, wie du den Schaden wieder gut machen wirst. Nimm sie ein Auto und eine Telefonzelle. Da braucht sie aber mehr Taschengeld. Hermann, ich hab dir schon mal gesagt, misch dich nicht in unsere Erziehung ein. Ne? Aber irgendjemand muss sich doch um das Kind kümmern, sonst gerät sie noch auf die schiefe Bahn. Na komm, du musst mir das alles haarklein erzählen. Ihr habt sie also voll erwischt, die Telefonzelle. Ja, war einer drin? Mein Schwiegervater war beim Roten Kreuz. Der liebt Unfälle. Moritz, ich bitte dich, was kostet denn eigentlich so eine Telefonzelle? Na. Ich bin bei der Polizei, nicht bei der Telekom. Aber wie ich die Telekom kenne, am besten ist, sie regeln die Sache außergerichtlich. Soll das heißen, es gibt eine Anzeige? Moritz, jetzt sag aber mal was. Ei. Es ist ganz einfach. Sie bezahlen den Schaden. Und sie bitten höflich um Nachsicht für ihre Tochter. Vielleicht begnügt sich dann das Jugendamt mit einer erzieherischen Maßnahme. Das Beste wäre sowieso, Sie übertragen Janines Erziehung ganz dem Großvater. Das ist doch wohl ein Witz. Ja, das will ich wohl hoffen. Nein, ich finde, der alte Herr macht zeitweise einen ganz vernünftigen Eindruck. Wollen Sie nicht öffnen? Sehr gut. Herr Seidelmann. Herr Seidelmann. Ihr Fräulein Tochter hat mein Auto zerschrotet. Moritz, mach keinen Blödsinn, hörst du? Sprengler, und Ihr Herr Sohn hat meine Tochter verführt. Ja. Das kostet wenigstens nichts. Meine Herren, solange ich hier bin, keine Gewalt. Nach Dienstschluss ist es mir egal. Bis Montag habe ich ein neues Auto. Oder wir sehen uns vor Gericht. Ja, dann bringen Sie bitte einen Eimer mit. Immer wenn ich Sie sehe, wird mir schlecht. Moritz, bitte. Ach, was soll's, Männer. Herr Seidemann, Sie werden den Schaden ersetzen. Ja. Und so viel steht fest. Und ich hoffe, Sie sind gut versichert. Aber nicht bei der Teutonia. Die Teutonia versichert keinen wertlosen Plunder. Wertlosen Plunder? Ich möchte wissen, wie Sie zu Ihrem Job gekommen sind. Schauen Sie sich mal dieses Gemälde an. Zufällig bin ich Experte für die Versicherung von Kunstgegenständen. Und das da bekommen Sie im Supermarkt nachgeworfen. Beim Kauf von mehr als 3 Rollen Toilettenpapier. Toilettenpapier? Ja. Wissen Sie, was Sie da sagen? Das ist eine Prämie, eine Auszeichnung für hervorragende Leistungen. Das Teuerste daran ist noch der Rahmen. Ihre Prämie? Peinlich. Hier, schauen Sie mal. Das ist meine Prämie. Die Marke muss ich Ihnen wohl nicht sagen. Hm? Achten Sie bitte nicht auf diesen Versager. Dieses Bild ist wahre Kunst. Seidemann, stecken Sie Ihre Nase bitte nicht in Kunst, sondern dahin, wo sie hingehört. In Damenschlüpfer. Selber Versager. Sie sagten Versager? Ja. Sie sind allesamt Versager. Keiner von Ihnen denkt an die Kinder. Ich frage mich, warum haben Sie überhaupt Kinder in die Welt gesetzt? Jetzt gehen Sie aber zu weit und überschreiten Ihre Kompetenz. Nein, das war eine ganz persönliche Meinung. Ich habe seit 2 Minuten Dienstschluss. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Toilettenpapier! Familie, ich brauche jetzt einen Schnaps. Moritz, trink nicht so viel vor dem Essen. Ach, gib mir lieber auch einen. Ja. Womit habe ich das verdient? Hier. Danke. Meine Tochter ruiniert. Geklaute Autos. Mein Schwiegervater rückt mir aufs Dach. Und ich habe Kopfschmerzen. Hermine, ich sage dir, Janine wird den Schaden wieder gut machen. Und wenn sie putzen geht.
Das ist eine sehr gute Idee. Bei der Höhe der Summe braucht sie dafür mindestens 20 Jahre. Noch ein Vorschlag. Vielleicht fragen wir mal Hermann, ob er sich an unserem privaten Problem finanziell beteiligt. Hat er doch schon mal gemacht. Moritz, jetzt bleib doch mal ernsthaft. Wir überlegen doch gerade, wie wir Papa wieder loswerden und gleichzeitig willst du ihn anpumpen. So, für wie dumm hältst du mich denn? Erst anpumpen und dann geht er vielleicht von allein. Moritz. Vielleicht hat er noch was auf der Bank. Ja, oder ein paar Millionen unter der Matratze. Vergiss es. Na, was machen wir jetzt? Na, Mittagessen. Was gibt's? Wasser und Brot? Heute noch nicht. Komm. Ich gehe noch mal kurz in die Küche, ja? Mein Schatz. So. Nimm's Ihnen nicht übel. Sie müssen sich erst an dich gewöhnen. Genau wie an mich. Schön. Ich brauche kein Zurück. Opa, willst du nicht auch was essen? Nein, nein, nein. Meine Kollegen sitzen in der Kneipe und verderben sich den Magen mit fettigen Buletten und klebrigem Kartoffelsalat und ich soll mir den Bauch vollschlagen mit Königsberger Klopse. Riecht gut. Wirklich. Nein, ich befinde mich im Hungerstreik. Bis meine Kinder einsehen, so lange wie ich hier bin, bringe ich auch meine Freunde mit. Denn das Wichtigste im Leben sind gute Freunde. Ah, Opa, dass du jetzt bei uns wohnst, finde ich echt toll. Und von mir aus kannst du mitbringen, wen du willst. Ehrlich? Ganz ehrlich. Aber Opa, du musst doch trotzdem was essen. Weißt du was, ich sag hinterher einfach, Opa wollte nichts und mir ist der Teller runtergefallen. Oh, das wäre ja dann gelogen. Ne? Nur egal. Lügst du öfter? Nee, eigentlich so. Nicht. Ja, Opa, ich sag manchmal nicht alles. Ja. Opa, findest du Papas Bild nicht auch ätzend? Ist er? Du meinst, es ist hässlich? Keine Einwände. Ja, also nun, erzähl mal, wie läuft's so in der Schule? Wollen wir nicht über was anderes reden? Na gut, einverstanden, ja. Dann erzähl mal was über deinen Freund. Aber nichts an Mama und Papa weiter sagen, ja? Heiliges Rotkreuz, Ehrenwort. Warte, gleich kommt er. Ja, das ist Mirko. Hübscher Junge. Mirko ist ein echt cooler Typ. Und außerdem will er mit mir zusammen nach Brasilien. Nach Brasilien? Weiter weg konnte der wohl nicht, was? Warum werdet ihr nicht gleich Kosmonauten? Opa, in Brasilien verheizen sie den Regenwald. Was denn? Und da wollt ihr etwa mitmachen? Nein, wir wollen helfen, ihn zu retten, weißt du? Also, die Erde braucht den Regenwald. Wegen der Klimakatastrophe und so, verstehst du? Ja, das ist wirklich, das ist ja zauberhaft, ist das. Und, meine, wie stellt ihr euch das vor? Praktisch. So genau wissen wir das auch noch nicht. Na, erstmal wollen wir hier weg. Ja. Und was sagen deine Eltern dazu? Ach, mit denen kann man doch über sowas gar nicht reden. Die denken doch den ganzen Tag nur an Kohle. Zum Heizen? Nee, Opa. Mirko und ich meinen das ganz ernst. Unsere Eltern sind einfach... ätzend. Genau. Was meinst du, was gerade los ist wegen diesem doofen Unfall? Ach ja, das sind ja schließlich keine Bagatellen. Ich meine, ein Auto und eine Telefonzelle bei den heutigen Telekompreisen. Ja, aber was sollte ich denn machen? Irgendjemand musste doch den Notarzt rufen. Ich dachte, Mirko stirbt. Das ist Erste Hilfe und somit prima. Allerdings noch besser wäre es gewesen mit Führerschein. Und noch besser ohne Alkohol. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich hau einfach ab mit Mirko. Nach Brasilien? Nee, erstmal nach Dresden. Ach so, das liegt ja auf dem Weg. Ja. Ja, nein. Man soll niemals vor Problemen davonlaufen. Sie laufen einem nämlich immer hinterher. Probleme. Vielleicht könnte ich dir da ein bisschen helfen. Ach Opa, wir wissen auch alle, du bist ein armer Rentner. Von dir nehme ich nichts. Mit dir teile ich eher noch mein Taschengeld. Ja, wenn ich vielleicht im Lotto gewonnen hätte, wenn es mir auf ein paar Mark nicht ankommt. Nun stell dir einfach vor, dein Großvater ist Millionär. Also bei dir kann man doch immer wieder lachen, Opa. Die Spülmaschine. Jetzt ist Schluss mit lustig. Nicht doch noch was essen? Nein, ich bleibe standhaft.
Du musst nicht lügen und... Ich glaube, sie sind sowieso kalt. Ach, Opa, was ich dir noch sagen sollte, Mama und Papa wollen nachher mit dir reden. Heißt das, die schmeißen dich wieder raus? Oh, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir schon. Ja. Nein. Johanna. Nein, nicht? Niemand setzt seinen eigenen Vater vor die Tür. Sonst müsste man sich ja fragen, was haben wir denn in unserer Erziehung falsch gemacht? Und eins hat unsere Tochter doch ganz bestimmt von uns gelernt. Geld ist nicht alles im Leben. Naja. Wir hatten ja auch nie was. Und an eines wird sich Hermine bestimmt erinnern, was wir immer wieder gesagt haben. Wenn ein Bedürftiger anklopft, dann öffne ihm die Tür. Oder das Fenster. Zu spät, junger Mann, ich hab sie schon gesehen. Na, was macht der Kopf? Welcher Kopf? Ich dachte, Ihrer vielleicht. Ach so, ja, nee, danke. Ja. Geht schon wieder. Wer sind Sie eigentlich? Aber offensichtlich sind Sie Mirko und gerade auf dem Weg nach Brasilien. Entschuldigung, ich meine nach Dresden. Ja, und um Ihre Frage zu beantworten, ich bin vom Roten Kreuz. Ach, hier ist mit Janine irgendwas? Ja, nichts, was man nicht mit Geld reparieren könnte. Ach so. Ja, aber da gibt es noch etwas. Wenn Sie das nächste Mal mit Janine in die Disco gehen, um sich sinnlos zu besaufen, was machen Sie da auf alle Fälle nicht? Sie meinen, wir lassen mich anschreiben? Kleiner Scherzvoll, was? Ja? Nein, ich meine, Sie fahren nicht mit dem Auto, klar? Ob das klar ist, möchte ich wissen. Ja, doch. Ja. Ist klar. Gut. Ja, ist klar. Im Übrigen, ich bin Janins Großvater und die Sache mit dem Regenwald, die finde ich auch ziemlich ätzend. Ach, echt? Echt. Kaugummi? Für Sonntag. Mann, Sie sind ja ein echt cooler Typ, ne? Ja. Von einem Großvater hat mir Janine aber nie was erzählt. Ja, wenn ihr allein seid, dann werdet ihr euch über was anderes unterhalten, nicht? Also, vielleicht von Schule, Disco, Brasilien. Ja. Erstmal wollen wir nach Dresden. Das aber sofort. Ja, und was sagen Ihre Eltern dazu? Meine Eltern? Die haben doch keine Ahnung davon. Vom brasilianischen Regenwald? Ja, nee, davon schon gar nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Von nicht. Von nicht? Von nicht. Aha. Mirko, glauben Sie einem alten Mann, man soll niemals vor Problemen davonlaufen. Sie laufen einem nämlich immer hinterher. Hm? Moritz, kommst du mal? Komm, nicht später. Du schaffst mich. Redest du mit mir? Nein, nein, nein. Irgendwo gibt es eine Grenze. Also ich habe Stimmen gehört. Dann leidest du unter Halluzinationen. Das liegt bestimmt auch an Hermann. Pass mal mit an. Ja. Moment. Sag mal, au. Oh. Wo steckt Papa eigentlich? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal. Also Moritz, wirklich. Also, eine Woche kriegt er noch, höchstens zwei. Und dann will ich hier drei Dinge nicht mehr sehen. Das Sofa, diesen Hirsch. Ja, und diese hässliche Reisetasche. Und vor allen Dingen Hermann selbst. Moritz, wie redest du denn von meinem Vater? Papa ist doch kein Ding. Leider nicht, sonst kämen wir ja auf den Sperrmüll. Also ich werde keine Lösung unterstützen, bei der ich nicht ein halbwegs reines Gewissen habe. Aber ich doch. Ich doch auch nicht. Und deswegen wiederhole ich mich gern. Hermann gehörte dein Pflegeheim. In ein Pflegeheim? Mhm. Ja, weißt du denn, was da los ist? Mhm. Sabbernde Greise, sadistische Krankenschwestern und jeden Tag der Leichenwagen. Na, da hat er alles, was er braucht. Da hat er ein Bett, da hat er geregeltes Essen, da hat er Kabelfernsehen, da... Papa, wo warst du denn? Na, wir haben uns vielleicht schon Sorgen gemacht. Ihr habt euch Sorgen gemacht? Ja. Wie schön von euch, aber gar nicht nötig. Mir geht's nämlich ausgezeichnet. Ich komme gerade vom Jogging. Ja, du solltest vorsichtig sein in deinem Alter. Das ist keine Frage des Alters, sondern nur der inneren Einstellung.
Wer hat mein Bild da umgedreht? Hermann, das war ich. Wir müssen miteinander reden. Ja, und du solltest etwas essen, sonst fällst du noch vom Fleisch. Ja. Habe ich euch schon erzählt, welchen Beruf dieser arme Mensch hatte, dessen Einzelteile wir da aus dem Mähdrescher kratzen durften? Papa, bitte. Das war ein unverstandener Kunstmaler. Deshalb wählte er ja auch eine Todesart, bei der etwas mehr Farbe ins Bild kam. Hermann, mir wird schlecht. Ja, das war durchaus beabsichtigt. Papa, wir freuen uns natürlich sehr über deinen Einzug bei uns, aber... Aber? Nee, kein Aber. Es kommt aus tiefstem Herzen, wirklich. Ja, wo sind meine Sachen? Die lagen ja vorhin auf dem Tisch. Ja, die sind in der Reisetasche. Ach, also, ja. Was wir sagen wollen... Der Zeitpunkt ist wirklich ungünstig. Aber nein, Wisst ihr, wie viel Miete ich bezahle? Noch nicht so viel. Vielleicht so 25 Mark 80 oder so. Ach. Da sieht man mal, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Und deshalb habe ich gedacht, wozu hat man Kinder, die ein eigenes Haus haben? Ne? Man steckt ja auch mein Geld drin. Ne? Und dann habt ihr immer gesagt, für dich ist immer ein Plätzchen frei. Na ja, es gab ein Gästezimmer, ja. Ja, und was habt ihr daraus gemacht, eine Garage? Es ist belegt. Der Besuch? Nein, ich wohne im Gästezimmer. Du? Und was ist mit eurem gemeinsamen Schlafzimmer? Das ist doch heutzutage völlig unmodern. Hermine und ich, wir haben uns gedacht, wir geben uns gegenseitig ein bisschen mehr Freiraum. Also mit anderen Worten, eure Ehe hängt am Tropfen. Ja. Warum lasst ihr euch da nicht scheiden? Hermann, scheiden lassen wir? Dafür gibt es doch nicht den geringsten Grund. Schau mal, Hermine arbeitet bei mir im Geschäft. Und dann gibt es noch all die schönen Sachen, die wir uns gemeinsam angeschafft haben. Das Auto, das Haus, die Einrichtung. Und eine Tochter. Die auch, ja. Ja, genau. Und wie du weißt, wir haben ein kleines Problem mit Janine. Ja, das haben Töchter nun mal so an sich, meine liebe Hermine. Sag mal, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, was ich von meinem Namen halte? Ja, bei uns hießen die Jungen eben immer Hermann. Ja, schon mein Vater, mein Großvater. Weißt du, warum bist du kein Junge geworden? Selber schuld. Oh, mein Kopf. Ich glaube, ich kriege eine Migräne. Moritz, rede du allein mit Papa. Ja, aber nichts, was ich lieber täte, Feigling. Hermann, rutsch du mal hin. Also, nicht, dass du denkst, wir wollen dich loswerden. Ja, das denke ich aber. Nein, nein, ich... kenne deine Probleme. Guck mal, du bist allein. Deine Wohnung ist zu klein. Deine Wohnung ist zu teuer. Deine Rente ist zu niedrig. Aber wir werden dir helfen. Das ist aber ganz sauber. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst so eine Art Hotel. Du meinst dein Altersheim, ne? Nein. Ohne mich. Papa, was denkst du denn von uns? Wir würden dich doch niemals in irgend so ein Altersheim abschieben. Nein, Allerdings bist du jetzt in dem Alter, wo du ständig Pflege brauchst. Wozu hat man Kinder? Ach, Hermine und ich, wir werden da völlig überfordert. Schau mal, ich bin die ganze Woche im Geschäft und Hermine macht die Buchhaltung. Ich habe ja nichts gegen eine Pflegerin, nicht? Weil vorausgesetzt, sie wäre jung und hübsch. Pflegerin, Hermann, das können wir uns nicht leisten. Und jetzt schon gar nicht. Also mit anderen Worten, ihr seid pleite. Nee, nicht pleite gerade, aber die Sache mit der Tochter, die wird nicht billig. Naja, ich könnte euch ja vielleicht helfen. Ach, Hermann, würden wir doch niemals annehmen. Oh, ich habe das schon mal gemacht. Ich denke nur an den Trabant oder Anzahlung fürs Haus. Ach, Hermann, jetzt geht's doch um ganz andere Beträge. Aber das weiß ich doch. Denkst du mich für einen Trottel? Ach, aber ich würde nie ein böses Wort von mir hören. Mach schon auf. Kümmer du dich um Papa, ja? Oh, nein. Was wäre denn sein? Nein, meine Herren, Sie kommen wirklich ungelegen. Moritz, bitte sag mal was. Also, meine Herren, bei aller Hochachtung vor eurem humanitären Einsatz, aber das ist immer noch mein Haus. Ja, unser Haus. Ja, unser Haus, ist richtig, ja. Ich wohne ja auch hier. Wie konnte ich das vergessen? Wir haben da Verpflegung mitgebracht. Jo. Falls man dich hier verhungern lässt. Buletten. Ja, Kartoffelsalat, ja. Immer nicht. Kollegen, ihr kommt zu früh. Meine Kinder und ich, wir sind gerade dabei, uns anzufreunden. Ach, mit anderen Worten, du hast hier nichts zu lachen. Jo. Unsere Wette geht bis heute Abend. Und da werden wir sehen, wer zuletzt lacht. Also wenn das so weitergeht, dann steht in Kürze das gesamte Rote Kreuz im Haus. Lass dir was Intelligentes einfallen. Ich
kann sie ja alle einzeln erwürgen mit Strapsen. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Oh, Papa, bitte. Ich weiß, es sind deine Freunde, aber wir haben ja auch noch ein intaktes Familienleben. Mami, Mami, was ist hier eigentlich los? Ja, Superschwinn ist auf dein Zimmer. Und das ist uns heilig. Mir auch. Ja, Kollegen, habt ihr gehört, ihr stört. Wie bitte? Ja, die Kollegen wollten sich gerade verabschieden. Also, du musst wissen, was du machst, Hermann. Aber du weißt ja, wo du uns findest, wenn du uns brauchst. Bis jo. Heute Abend, ne? Es sind die Sänger von Fitzgerald. Was ist denn mit dem los? Ja, keine Ahnung, aber ich fürchte, er hat was vor. Papa, bitte, lass doch deinen Müll nicht überall herumliegen, ja? Was, Müll? Meine Sachen Müll? Sag mal, wie redet ihr über euren Vater? Du bist nicht mein Vater, du bist mein Schwiegervater und ich finde, das reicht. Wie konnte ich das vergessen? Jetzt weiß ich wenigstens, wozu ein Schwiegersohn da ist. Da wird man nicht auf die Idee kommen, mir ein Bier zu vergnügen hier. So. Und wozu sind dein Schwiegerväter da? Vielleicht zur freudigen Einstimmung auf die Intensivstation. Ja, du reg dich doch nicht so auf, das bekommt ihr nicht. Du sorgst dich um mich, wie schön. Ich meinte Moritz. Konnte ich mir ja denken. Moritz? Ich reg mich auf so viel ich will und das bekommt mir gut. Puls unregelmäßig, Blutdruck schwanken, kein Gefühl mehr im linken Arm. Was hat er denn? Mir geht's doch blendend. Vor den Augen weiße Sternchen. Ich rede von mir. Wie mein Herz! Johanna, ich komme! Papa, geht's dir nicht gut? Blöde Frage, das siehst du doch blendend. Sollen wir einen Arzt rufen? Nicht nötig. Geht schon wieder besser. Das war nicht das erste Mal. Und irgendwann wird es das letzte Mal sein. Papa, du wolltest doch nicht so ein Zeug. Doch, lass ihn doch. Wo er recht hat, er recht. Irgendwann ist jeder mal dran. Moritz, das war das erste vernünftige Wort heute von dir. Kinder, wenn ich dir einst von euch gehe, dann weint mir keine Träne nach. Ich bin nur ein alter Mann. Zu nichts nutze. Allen nur lästig. Worauf warte ich noch im Leben? Ich werde es euch sagen. Ich warte auf das Klopfen an der Tür. Und vor mir steht Freund Hein und schwingt den Mähdrescher. Was? Schwingt die Sense. Nein, Papa, bitte. Es geht schon wieder besser. Ich glaube, das ist das einzig Richtige, was mir passieren kann. Papa, was können wir denn für dich tun? Nichts. Lass mich einen Augenblick allein mit Johanna. Und du brauchst wirklich nichts? Nichts. Nur etwas Ruhe. Hermine, ja? Ich sage dir doch, das ist ein Fall fürs Pflegeheim. Gott, hab ich einen Hunger! Franz Christian, warte, ich komme mit! Mensch, Mirko, hast du sie nicht mehr alle? Wenn mein Vater dich hier sieht, der reißt dir den Kopf ab. Vielmehr reißt uns beiden die Köpfe ab. Dir vielleicht ein bisschen mehr. Ist er weg? Wer soll weg sein, mein Vater? Nein, dein Großvater, der vom Roten Kreuz. Ja, komisch, eben war er noch hier, er ist weg. Ja, woher kennst du ihn eigentlich? Du, ich hab dich vorhin schon mal gesucht. Ach, schön. Der hat mich vielleicht abgenervt mit seinem Gequatsche. Mirko, sag nichts gegen meinen Opa. Ist der liebste Mensch der Welt. Okay, ist er. Janine, lass uns abhauen, sofort. Och nee, ich weiß nicht. Mein Opa hat gesagt, vor Problemen soll man nicht weglaufen. Sie laufen einem immer wieder hinterher, weiß ich. Janine, meine Alten stecken mich ins Internat. Und wie wollen wir abhauen? Zu Fuß vielleicht? Nein, wir nehmen einfach das Auto von deinem Alten. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Welcher Schlüssel? Der Autoschlüssel. Den hat er bestimmt unter dem Kopfkissen, der alte Spießer. Mhm. Und was hängt da? Sieht aus wie der Autoschlüssel. Genau. Aber Mirko, das können wir nicht machen. Ein kaputtes Auto reicht. Dann möchtest du etwa zu Fuß gehen. Oh, Mirko, gib mir den Schlüssel. Mirko, gib mir den Schlüssel. Nein, nicht Mirko. Ich denke, jetzt, wo mein Opa da ist, da wird alles gut. Gib mir den Schlüssel. Oh, Mirko. Oh shit, Opas Reisetasche. Ach, Mensch. Was die alles für ein Zeug mit sich rumschleppen, diese alten Säcke. Aber Schmirko, mein Opa ist kein alter Sack. Ja, das sind eben alles seine Erinnerungen. Die gehen uns gar nichts an. Guck mal, Opas Ehrenwimpel vom Roten Kreuz.
Geil. Schön, nicht? Sag mal, Erinnerung ist ja schön und gut, aber woran erinnert man sich denn mit einem Flugticket nach Mallorca? Das geht uns gar nichts an. Oder hier, ein Sparbuch für Hermann Grote. Wer zum Henker ist Hermann Grote? Warte mal, so heißt mein Opa. Gib mal her. Mhm. Wie viel ist denn drauf? Na, viel kann es nicht sein. Mein Opa ist nämlich Rentner. Ein paar hundert Mark vielleicht. Warte mal. 12? Dann sag schon, wie viel. Oh Gott, das geht uns schon gar nichts an. Oh Gott, raus jetzt. Ich warte draußen auf dich. Janine, was machst du denn für einen Krach? Und wo ist denn Opa? Ja. Keine Ahnung, jedenfalls nicht. Hat der uns wieder aufs Kreuz gelegt, der alte Halunke? Tut so, als wenn es ihm nicht gut geht und jetzt sitzt er wahrscheinlich in einer Kneipe. Och, Opa geht's, glaube ich, sehr gut. Was willst du denn damit sagen, Opa geht es sehr gut? Habt ihr beide was angestellt? Dein Vater hat ja sehr viel Verständnis für die Jugend. Moritz, Papa hatte vielleicht einen Herzanfall. Er kann gar nicht in der Kneipe sitzen. Und es kann ihm da ja auch nicht gut gehen. Opa muss doch nicht sterben, oder? Ja, das wollen wir doch nicht hoffen. Hab ich denn was gesagt? Janine, dein Opa ist schon ein alter Mann. Da muss man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Wie war? Oh, das ist so gemein. Jetzt hat er endlich mal so richtig viel Geld und kann es gar nicht mehr ausgeben. Ach, Kind. Dein Großvater ist ein harter Knochen, der wird mindestens 100 Jahre alt. Was hast du gesagt, er hat Geld? Hat er euch nichts davon erzählt? Ich weiß ja nicht, ob es ihm recht ist, wenn ich es euch verrate. Ich meine, wenn er gewollt hätte, hätte er es euch ja gesagt, ne? Wie, was? Ich kann nun mal nichts dafür, ich hab's gesehen, sein Sparbuch. Sein Sparbuch. Ach, ein Sparbuch. Was kann denn da schon drauf sein? Papa ist Rentner. Na, wie groß ist denn das Vermögen von deinem Großvater? 100 Mark? Vielleicht sogar 200? 12. Na bitte, 12 Mark. Na, das ist doch besser als gar nichts. 12, na du sagst schon. 12 Millionen. 12? Millionen? Und noch ein bisschen was? Nein. Doch. Papa, willst du uns verschaukeln oder spielen du und Opa uns einen kleinen Streich? Nein, ich hab's gesehen. Ein Sparbuch für Hermann Grote bei derselben Bank wie du, Papa. Wie kommt ein Rentner zu 12 Millionen? Na ja, da gäbe es ja drei Möglichkeiten. Also, er macht eine Erbschaft. Ach. Nein, er überfällt eine Bank. Ach, haben wir doch nicht. Opa spielt vielleicht Lotto. Lotto, das kriegt ihn auch. Er hat den Jackpot geknackt. Ja. Janine, dein Opa ist... Millionär. Ich hab nichts gesagt. Moritz, reiß dich zusammen. Wir müssen Papa einen würdigen Empfang bereiten. Ja. Hol mal die Girlanden. Ja. Mein Gott, ist das ein schöner Hirsch. Schöne Tasche. Ach. Ja, hier ist Seidelmann. Ja, mein Vater ist bei ihm. Ja? Ja, das können Sie alles bei uns anschreiben. Ach, das kommt ja überhaupt nicht drauf an. Und sagen Sie meinem Vater und seinen Freunden, sie werden erwartet. Das heißt, sie sollen nach Hause kommen, so bald wie möglich. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Was ich gefragt. Alles in Ordnung. Papa sitzt mit seinen Freunden in der Kneipe und spielt Skat. Das ist doch ganz erstaunlich nach diesem schweren Herzanfall. Aber das war doch gar kein Herzanfall. Papa wollte uns nur ein bisschen reizen. Meinst du wirklich? Ja. Hoffentlich verzockt er nicht die ganze Kohle. Er verspielt schon 12 Millionen. Ach, du weißt doch, dein Vater, dem traue ich alles zu. Ja. Aber eigentlich ist es schade drum. Wohin jetzt damit? Sag mal, was hast du da vorhin gesagt? Also, mein Vater kommt ins Gästezimmer, ich bleibe in meinem Zimmer. Na und du? Etwa in Janines Zimmer? Ja, was machen wir dann mit Janine? In den Hobbykeller. Was denn meine Tochter in den Keller? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Ich spreche doch von meinem Bild. Also, Moritz, jetzt bleib einmal bei der Sache. Wir haben einen Millionär im Haus und er soll sich bei uns wohlfühlen. Trotzdem, den Hirsch finde ich scheußlich. Also, er gehört Papa und damit ist er schön.
Sehnsucht nach Mallorca finde ich viel schöner. Also, was du im Augenblick schön findest oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Naja, vielleicht gibt es auf Mallorca auch Hirsche. So, also, jetzt kommen wir mal zur Sache. Also, ich bleibe im Gästezimmer, Janine bleibt in ihrem Zimmer, Opa kommt in dein Zimmer und du kommst in den Keller. Was? Ja, es war beinahe gut, nur eine kleine Korrektur. Also mein Vater ins Gästezimmer und du in den Keller. Ich? Moritz, es ist ja nur ein kleines Opfer für einen wirklich guten Zweck. Du, und wenn du da dein Bild aufhältst, da fühlst du dich beinahe wie zu Hause. Moritz, es gäbe natürlich noch eine andere Lösung. Moritz, erinnere dich, als wir in dieses Haus einzogen, da war ja mein Zimmer noch gar nicht mein Zimmer. Nein, da war es noch unser gemeinsames Schlafzimmer. Mhm. Schön lange her, nicht? Na, so lange nun auch wieder nicht. 3 Jahre, seit unserem Mallorca-Urlaub. Ja. Da hatten wir das erste Mal Zeit, uns richtig kennenzulernen. Wir hatten uns gestritten, wegen Mamas Beerdigung. Und hinterher haben wir beschlossen, wir schlafen in Zukunft getrennt. Beschlossen ist beschlossen. Och, Moritz, mein Liebling, Beschlüsse kann man doch rückgängig machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, es geht doch immerhin um 12 Millionen. Und da sollte man nicht egoistisch sein. Moment, mal ganz langsam. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, alles bleibt so, wie es ist. Nur Hermann kommt ins Gästezimmer und wir schlafen in einem Bett. Ja, aber ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Na, sowieso. Mami, ja, hat jemand für mich angerufen? Ausnahmsweise nicht. Und wo ist Opa doch nicht im Krankenhaus? Nein, noch nicht. Momentan ist er noch in der Kneipe. Oh, was ist gleich für ein ätzendes Poster? Herzlich willkommen. Was ist denn hier los? Schätzchen, dein Opa wohnt jetzt bei uns und der soll er sich wohlfühlen. Also, vorhin habt ihr noch ganz anders geredet. Vorhin war vorhin. Das kommt im Leben mal vor, mein Kind. Ihr habt ja sogar Opas Bild aufgehängt. Hm. Sag mal, macht ihr das nur wegen der Kohle? Aber Kind, dein Opa ist mein Vater. Und ob er Geld hat oder nicht, ist mir doch völlig egal. Mir doch auch. Sag mal, 12 Millionen hat er. Bin noch nicht blind. Das ist drin, ich hab's gesehen. Aber nicht dein Opa verraten, sonst denkt er noch, ich hätte in seinen Sachen geschnüffelt. Wir schweigen wie ein Grab. Wie ein Doppelgrab. Kollegen, ihr bleibt draußen. Wir hatten vereinbart, bis heute Abend habe ich Zeit. So lange amüsiert ihr euch mit der Kellnerin. Ja, ich gebe zu, sie ist schon ein bisschen überlagert, nicht wahr? Hermann, siehst doch endlich ein. Wir haben die Wette gewonnen. Trag's einfach mit Humor. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Und lauf nicht gleich wieder weg. Siehst du auch, was ich sehe? Jo. Ich frage mich, was tun die heutzutage rein in die Buletten? Opa, geht's dir auch wirklich gut? Jo, mir geht's gut, mir geht's sogar ausgezeichnet. Ich glaube, ich muss dir was sagen. Später, Schätzchen, später. Meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Hermanns Freunde sind auch unsere Freunde. Wir lieben nämlich unseren Hermann. Habt ihr gehört? Gewonnen. Also, was ist mit deinen Eltern passiert? Nennen die vielleicht irgendwelche Drogen? Sie trinken mal einen Wein und mal einen Wodka. Danach brauchen sie Kopfschmerztabletten. Aber im Augenblick, Papa, wir müssen uns entschuldigen bei dir und bei deinen Freunden. Ja. Habt ihr das gehört? Und noch sind wir nicht taub. Ja, es war alles so ein bisschen viel auf einmal. Erst die Sache mit Janine und dann auch noch du, Hermann. Und schau, wir haben dir dein Bild aufgehängt. Das ist ja wirklich großartig. Ja. Bitte, Papa, entschuldige. Und selbstverständlich ziehst du in unser Gästezimmer. Du, wir stellen dir auch einen Fernseher rein. Und meine Herren, wenn Sie auch hier übernachten wollen, wir haben dort einen wunderbaren Hobbykeller mit Video. Du sagst dazu wahrscheinlich nichts. Jo. Opa, kann ich mal ganz kurz mit dir reden? Ja. Du hast später noch alle Zeit der Welt, um mit deinem Opa zu reden. Jetzt kommst du erst mal mit in die Küche. Wir haben nämlich noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen. Und fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir machen Ihnen nur ganz schnell ein paar Häppchen. Ja, aber Kinder, nun wartet doch. Ich kam noch gar nicht dazu, mich zu bedanken für diesen herzlichen Empfang. Hab ich's nicht gesagt? Meine Kinder lieben mich, Herr mit der Kohle. Das kommt alles ein bisschen plötzlich. Wenn du mich fragst. Jo. Ja, ich frag dich aber nicht. Das kann ich nicht glauben. Erst so und dann so. Ja, Wette verloren, das macht ungefähr für jeden von euch 2 Millionen. Ja. Ja. Menschen ändern sich nicht innerhalb weniger Stunden, es sei denn, sie fallen in der Mähdrescher. Jo. Aber eins.
Franz, nun guck dich doch um. Das Haus meiner Kinder ist jetzt auch mein Haus. Ich bin herzlich willkommen. Ich kann mitbringen, wen ich will. Und sie hängen sogar freiwillig mein Bild auf. Du hast es ihnen verraten. Ja. Unser Lottogewinn. Franz, du glaubst doch nicht etwa, ich hätte euch betrogen. Ja. Bin ich aber sehr enttäuscht. Ja, und jetzt sind sie nett zu dir. Das ist doch kein Wunder. Wenn es was zu erben gibt, werden alle Menschen zu Reinengeln. Wie lange kennen wir uns schon? 20 Jahre. Ja? Und habe ich euch da jemals belogen? Nee. Sie haben wirklich keine Ahnung. Und ich selber, ich war stumm wie im Koma. Ach, dann hat sie jemand anderes gesteckt. Na und wer bitte schön, vielleicht meine Enkelin? Ach, nee. Ich verstehe euch ja. Wer verliert schon gerne eine Wette? Aber ich will euer Geld ja gar nicht. Ich habe doch selber genug. Wettschulden sind Ehrenschulden. Aber doch nicht unter guten Kollegen. Ach, also, willst du uns beleidigen? Christian hat recht. Unsere Wette läuft bis heute Abend. Und bis dahin ist noch nichts entschieden. Franz, du bist ein sturer Bock. Ich habe keine Ahnung, was hier im Augenblick los ist. Aber eins weiß ich, die Menschen sind nie gut. Sie sind herzlos, kalt und egoistisch. Wenn es bei dir was zu holen gibt, dann küssen sie dir die Füße. Und wenn nicht, dann lassen sie dich eiskalt verhungern. Die Schnittchen sind fertig. Na, sonst noch was? Im Augenblick nicht. Meine Herren, wenn Sie sich bitte ins Esszimmer bemühen würden, dort steht alles für Sie bereit, ja? Ja, ziert euch nicht, Kollegen. Die Schnittchen meiner Tochter sind A-positiv. Kann ich jetzt endlich mal mit Opa sprechen? Nein, du kümmerst dich um die Gäste. Wozu sind Töchter da? Es geht doch aber auch ganz schnell. Du hast doch gehört, was Papa gesagt hat. Also sei ein braves Mädchen, ausnahmsweise, ja? Na, Hermann. Und was ist mit dir? Immer noch im Hungerstreik? Moritz, wo wir jetzt unter uns Männern sind, beantworte mir mal eine Frage. Ja. Meine, jetzt ist es ja zwischen uns so, wie es eigentlich immer sein sollte. Was war in den letzten Jahren? Hattet ihr was gegen mich? Aber Hermann, ich doch nicht. Du weißt doch, wie sehr ich dich immer bewundert habe in deinem unermüdlichen Einsatz zur Rettung von Leben. Ist mir zwar neu, aber ist gut, ja. Und was ist mit Hermine? Hermine, ja, da ist was. Hermine, die nimmt dir etwas übel, ihren Vornamen. Ja, wir erwarteten nun mal alle einen Hermann, nicht? Mein Vater, mein Großvater. Ja, ich finde Hermine ja auch gut, der Name passt zu ihr. Ja, man gewöhnt sich an vieles. Ach, Papa, lassen wir doch die alten Geschichten. Sag mal, willst du nichts essen? Deine Freunde sind von meinen Schnittchen begeistert. Ja, später. Ich finde, wir sollten uns mal richtig aussprechen. Unter vier Augen. Unter sechs. Meinetwegen auch unter sechs Augen. Kein Wort von Geld. Ich meine, ich kenne euch doch schon lange genug. Ihr müsst mir nichts vormachen. Aber Papa, ich gebe ja zu, wir waren nicht sehr freundlich heute Vormittag, aber das musst du doch verstehen. Das kam alles so überraschend. Ja, und dann noch die Sache mit Janine. Moment. Ich meine, ich rede doch von Janine. Von Janine? Naja, der Unfall, das Auto, die Telefonzelle. Ich meine, ihr macht euch sicher schwere Sorgen. Natürlich. Ja, natürlich machen wir uns Sorgen. Meine Janine hat doch jetzt sicher einen kleinen Schock. Und was sie jetzt braucht, das ist Verständnis und Liebe. Ja, also eigentlich wollte ich mit dir nicht über dieses leidige Thema hier heute reden. Aber Papa, wenn du schon selbst davon anfängst. Lass mich das mal machen, ja? Nein, Moritz, das ist kein Verkaufsgespräch. Moment, ich gehöre jetzt auch zu diesem Haushalt. Und ich habe ein Anrecht darauf, an den gemeinsamen Problemen teilzunehmen. Ja. Also nutziert euch nicht, sagt endlich, was ihr wollt. Ja? Na gut, dann werde ich es euch sagen. Ihr wollt von mir einen Ratschlag. Einen Ratschlag? Einen pädagogischen Ratschlag. Ich dachte eigentlich mehr an Kohl. Ja, genau, einen pädagogischen Ratschlag, ja. Ich denke, wir sprechen über Janine. Ja, tun wir das denn nicht? Also das, was Janine uns eingebrockt hat, das repariert man doch nicht mit einem pädagogischen Ratschlag. Also Moritz, jetzt reiß dich aber mal zusammen. Ich verstehe doch deinen Mann. Meine Janins kleiner Ausrutscher, der wird bestimmt nicht ganz billig. Oh, nur nicht übertreiben, er vernichtet ja lediglich auf einen Schlag unsere sämtlichen finanziellen Reserven. Na, endlich sind wir beim Thema. Das ist doch alles kein Beinbruch. Geld ist zwar nicht das Wichtigste im Leben, aber manchmal ganz nützlich, nicht? Und aus diesem Grund... Ach, Papa, du sollst nicht glauben, dass wir plötzlich so nett zu dir sind, nur weil du ein dickes Sparbuch hast. Oh, ich blöde Kuh. Aber wir wollen doch nichts geschenkt.
Kleiner Kredit würde ja schon reichen. Das ist ja interessant. Mhm. Die freie Wirtschaft macht Anleihen bei den Rentnern. Fast so wie im wirklichen Leben. Moment mal. Ein Sparbuch? Mhm. Wie kommt ihr darauf, ich hätte ein Sparbuch? Nun, Janine hat doch gesagt... Psst, bist du still? Janine hat gesagt, ich habe ein Sparbuch? Ja. Jetzt verstehe ich das eigentlich alles. Ihr glaubt, ich bin ein reicher Mann, deshalb dieses ganze Theater. Johanna, Franz hatte recht. Wer die Wette verloren hat, das bin ich. Ich muss es euch sagen, ich habe kein Sparbuch. Ja, aber was redet denn Janine? Janine, komm sofort hierher. Janine, hast du gesagt, Opa hat ein Sparbuch, oder hast du nicht gesagt, Opa hat ein Sparbuch? Rede. Ihr seid so gemein, ihr habt mir doch versprochen, ihr würdet mich nicht verraten. Rede, Kind. Opa, ich wollte wirklich nicht in deinen Sachen schnüffeln, aber ich bin über deine Reisetasche gestolpert und da ist alles rausgefallen. Rausgefallen? Was ist rausgefallen? Ich hab's auch gleich wieder reingeräumt. Naja, ein Flugticket, ein Wimpel und ein Sparbuch für Hermann Grote. Ach so. Das. Ein Andenken. Ein Sparbuch als Andenken, ist das normal? Lass mich mal überlegen. Ein Andenken an meinen Vater, der hieß ja auch Hermann Grote, wie man heißt. Langsam, du. Auf diesem Andenken, da liegen über 12 Millionen drauf. Stimmt wahrscheinlich. Opa, das Sparbuch war aufgeklappt. Ja, schon gut, mein Schatz. Komm, du willst sicher über was anderes reden, aber ich muss dich leider fragen. Ja, sag mal, wie läuft das bei dir so in der Schule? Nur ganz gut. Na ja, zum Beispiel mit Geschichte. Nicht so gut. Nicht so. Eine 6 nach der anderen. Na ja, das stimmt nicht ganz. Am Schluss hatte sie eine 5. Nein. Ihr liest mal vor. Sparbuch für Hermann Grote. Sachsenbank, Guthaben, 12 Nein. 12 Millionen Reichsmark. Janine, wann hattet ihr in eurer Schule in Geschichte die 20er Jahre? Da war ich krank. 12 Millionen Reichsmark, dafür bekam man damals gerade ein paar alte Socken dafür im Jahre 1923. Ja, wenn das reicht, ja. Von einem Tag zum anderen war das Geld nichts mehr wert. Das nannte man die große Inflation, ja. Ja, und da war dieses Sparbuch schon ein Andenken. Mein Vater hat es nur aufgehoben, weil es ihn immer wieder daran erinnerte. Verlass dich niemals aufs Geld. Eine gute Lehre. Ein Sparbuch von 1923. Wie kann man bloß so dämlich sein und darauf reinfallen? Ja, ihr seid noch auf ganz andere Dinge reingefallen. Ja, auf ein paar alte Socken. Na, immerhin. Ich bin enttäuscht. Was bin ich nur für ein Trottel? Wie konnte ich glauben, meine Kinder haben sich geändert? Also doch, das Pflegeheim. Davon war nie die Rede. Doch, davon war sehr wohl die Rede. Das Beste für dich wäre ein gutes Pflegeheim. Ein sehr gutes Pflegeheim. Ich danke für eure Fürsorge. Aber Papa, du siehst doch selbst, was hier los ist. Wie stellst du dir das auf Dauer vor? Mit deinem guten Willen geht es alles, wenn ich daran denke, was wir alles nach dem Krieg gemacht haben. Ja, und wir erst nach der Wende. Ja. Also wirklich, Hermann, die Schnittchen deiner Tochter sind unbezahlbar. Ach, stören wir? Nein, im Gegenteil. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Meinen Kindern ging es doch nur ums Geld. Kalt, herzlos, egoistisch. Und ich habe verloren. Stellt euch vor, Sie haben das alte Sparbuch gefunden. Dein Andenken? Ja, 12 Millionen aus dem Jahr 1923. Wie kann man nur so dämlich sein? Dicht vorbei ist auch daneben. Hast du etwa was gesagt? Jo. Kinder, ihr hattet recht. Ohne Geld bin ich nichts weiter als ein alter Trottel. Ach, Papa, so darfst du das einfach nicht sagen. Doch, darf er. Jetzt bin ich ein armer alter Trottel.
Du glaubst doch nicht im Ernst, wir würden dir dein Geld abnehmen. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ihr nehmt doch euren Scheck. Zwei Millionen. Zwei Millionen? Sag mal, führst du uns an der Nase rum? Nein, nein, der Herzanfall, der war gespielt, ja. Ja, und dann denkt an mich in Mallorca. Oh, Mallorca? Aber verstehst du noch irgendetwas? Schon lange nicht mehr. Du kommst mit uns. Entweder freiwillig oder in Narkose. Was ist das mit der Narkose? Das ist ernst gemeint. Jo. Also dann lieber doch Mallorca. Darf ich vorstellen, Lotto-Wettgemeinschaft Resus Positiv. Ja. Wir haben den Jackpot geknackt. Nicht 12 Millionen, aber 6 Millionen. Genug für einen gemütlichen Lebensabend unter südlicher Sonne. Hermann ist ja doch Millionär. Mein Gott, war der dämlich. Und sind es immer noch. Kinder, ihr müsst nicht weinen. Ihr seid mich ja gleich los. Und damit keiner denkt, ich hätte kein Herz, ich werde jedem von euch etwas schenken. Ach, Hermann. Ja, Moritz, du bekommst von mir Vaters Sparbuch. Damit du es niemals vergisst, es gibt wichtigere Dinge im Leben als Geld. Schecks zum Beispiel. Und du, Hermine? Ja. Du bekommst mein Sofa. Ja. Ich hatte nichts anderes erwartet, danke. Behandle es mit dem nötigen Respekt. Ja. Und mein schönes Bild da, das bekommt Janine. Na, da wird sie sich aber freuen. Janine! Janine, wo steckst du? Wo ist Janine? Und wo ist mein Autoschlüssel? Ich würde sagen, der steckt. Leider muss ich die gute Laune ein wenig trüben, aber für diese beiden gibt es einen amtlichen Begriff. Wiederholungstäter. Irgendjemand verletzt? Nein, aber das Auto ist hin. Mein Auto? Genau. Rückwärts aus der Einfahrt und genau in meinen Streifenwagen. Also diesmal gleich der direkte Weg. Nicht schlecht. Janine, ich... Diesmal saß ihr Fräulein-Tochter nicht am Steuer. Es war vielmehr dieser junge Mann hier. Mirko, mein Auto... Er hat wenigstens einen Führerschein. Das heißt, er hatte einen. Mein schönes Auto. Also ich bleib hier bei der Ohnmacht, kümmert nur dich um alles, was noch anfällt. Jo, Moment. Ich hab doch heute noch gar nichts getrunken. Es reicht der Rest von gestern, junger Mann. Kinder, wenn ihr so weitermacht, dann gibt's hier bald keine Autos mehr. Wäre das so schlimm? Nee, nicht für den Regenwald. Es wäre auf die Dauer etwas kostspielig. Ich hoffe, die Herrschaften haben eine Vollkasko. Oh, na dann sieht's natürlich nicht so gut aus ohne Vollkasko. Keine Voll... Was machst du denn hier? Oh Mann, jetzt wird's krass. Volle Deckung. Keine Vollkasko. Ja, also wie Sie sehen, es ist niemand verletzt. Entschuldigung, das ist doch hier nichts Ernstes mit Herrn Seidelmann. Na, nichts weiter als eine leichte Bewusstseinstrübung. Da hilft meistens ein kleiner Schock. Moritz. Dein Nachbar. Spring! 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 Sprengler, Ihr Herr Sohn hat mein Auto... Seidelmann, Ihr Fräulein Tochter. Fräulein? Ah. Mein Auto. Mein Auto. Und mein Streifenwagen. Ja, und vergessen Sie nicht die Telefonzelle. Ist schon aktenkundig. Ich erstatte Anzeige gegen diesen Herrn. Sein Sohn hat mein Auto demoliert und unsere Tochter verführt. Sprengler, was ist mit Ihnen? Sprengler, ich zeige Sie an. Ja, ja, ist ja schon gut. Seidelmann, das hätte ich ja nie von Ihnen erwartet. Ja, Sie haben mich eben unterschätzt. Was hat er denn? Ein echter Schnorr von Karolsfeld. 1895.
Der deutsche Hirsch im deutschen Wald. Na, wie ich schon sagte, ich bin Experte für die Versicherung von Kunstgegenständen. Der Wald, das Bild ist wertvoll. Kommt darauf an, was Sie unter wertvoll verstehen. Aber ich könnte Ihnen aus dem Stand 10 Interessenten nennen. Heutiger Schätzwert, 500.000. Eine halbe Million? Seidelmann, wie sind Sie plötzlich zu Reichtum gekommen? Innerhalb weniger Stunden? Also wenn in der Familie Seidelmann jemand reich ist, dann doch Janine. Ich? Bei meinem Taschengeld? Janine, das Bild gehört dir. Ich hab's dir vorhin geschenkt. Ich bin reich. Ich liebe dich trotzdem. Das hat mich lieb gesagt. Sie hat jetzt das Geld. Da muss ich mich aber auch erst angewöhnen. Oh. Janine, ich muss nachher unbedingt mit dir reden. Und das hier auch. Unter 6. Also, damit ihr es wisst, ja? Also, Geld gibt's nur, wenn Papa nichts mehr gegen Mirko sagt. Nein. Oh, dafür werde ich schon sorgen. Und wenn Papa sich mit Mirkos Vater verträgt. Aber dir, Sprenger. Außerdem, Papa und Mama schlafen wieder in einem Bett. Janine, jetzt übertreibst du aber. Na, was ist? Na gut. Wenn es sein muss. Ja, das nennt man zwar Erpressung, aber es funktioniert ja. Kinder, wenn ihr euch gebessert habt, dann könnt ihr uns ja besuchen. Den Weg nach Mallorca kennt ihr ja. Was machen wir denn jetzt? Wir kaufen uns sofort ein Auto. Na, da kann ich ja gleich hier bleiben.